Hast du auch Pistazie? Ey, die haben schon was. Können wir uns... Erstmal das Wichtige kümmern und Zeug mitnehmen. Gegner können dann später noch getötet werden. Das sind wirklich explodierenden Dinger, die machen gut Schaden, muss ich sagen. Nein, nein! Dies war knapp. Jetzt gehen mir schon wieder die Tränke aus, das gibt's doch nicht. Ich schlucke ja mehr als ein V18, V16. V32. Ich glaube nicht, dass es so ein Auto gibt. Ein Motor meine ich. Was ist denn ein Jadestein? Achso, das ist was für Zauberer. Ich muss irgendwann mal ein Zauberer spielen. Also. Ja, das ist jetzt. Ich glaube, der Bugatti Veyron hat einen V16 oder. Nee, das. Oder was sowas ähnliches. Ich meine, es gab irgendein Auto, was V18. Sicher, dass du das nicht mit W18 verwechselst? Ich weiß nicht. Ich kenne mich mit außen nicht aus. Ich weiß nur, dass ich Allrad brauche. Das ist wichtig. Ich habe so eine Autokartensammlung, musst du mal nachgucken. So zum Spielen oder? Zum Spielen, ja. Hatte ich mal früher. Gibt's das auch online? Ja, habe ich immer noch rumliegen. Gibt's sowas auch online, so kartentechnisch? Autokarten? Nee, ich meine, da gab es so dieses Quartett-Ding da. Ja, ja. Ob es das auch online gibt. Also, dass du das online spielen kannst. Müsste man mal was spielen. Kann man damit stundenlang online spielen? Damit kannst du ja Quartett spielen, dann kannst du ja auch so Werte vergleichen spielen. Irgendwie. Gibt's das auch für F-Series X? Also mein Auto hat 12.000 PS und deins? So. Oh, warum habe ich denn diesen Bogen dabei? Was war hier jetzt Tolles? Gar nichts, oder was? Wir haben die Kiste am Schluss, die voller toller Sachen war. Achso. Habe ich da gerade ein Portal gehört? Nö, okay. Ich muss mal kurz was in meinen Würfel legen. In meinem Diablo wird es was Besseres als ein Horror-Dream-Würfel geben. Es wird einen Zauberwürfel geben. Den kannst du dann drehen. Und die Farben aneinander anpassen. Ist doch viel lustiger. Oh, faul, Witwe der Jäger. Ja, haben wir schon gesehen. Die fault hier vor sich hin. Ich glaube, mit der ist was faul. Kennst du schon das Lied Faul der Käfer? Nee. Ich sehe da was. Mal vorsehen. Nee, ist gerade schlecht. Das ist gerade ganz schlecht, ey. Trink mal aus diesem Brunnen, das hilft auch nur eine halbe Sekunde lang. Wow, 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 wow. Ich hoffe immer noch, dass irgendwann mal Halo 3 vom PC kommt. Das wird auch mal eine Sache. Nee, ich auch nicht. Wenn sie das wieder so machen wie bei Halo 2, würde das eh nichts werden. Dann hätten sie es mit Windows 10 schon gemacht.
Windows 10 Only spielen. Hier ein Teleporter. Den benutze ich gleich mal. Ich glaube, Halo Wars gibt ja jetzt noch irgendwie. Ich weiß nicht so genau. Für Windows. So, verkaufen muss ich nochmal gucken. Was soll das denn da schon gemacht? Du sollst nicht schon arme Bauern hier brennen, hallo? Ist das eine Kirche? Ich meine, Halo Wars gab, ja. Zur Not, ich kann ja auch diese anderen Halo-Spiele vielleicht spielen. Ich weiß nicht, ob die funktionieren, habe ich gar nicht getestet, noch nicht. Also Halo Wars war ganz gut. Den zweiten Teil habe ich nie mehr gespielt. Ich meine diese Strike-Teile, nee, wie hießen die Halo? Weiß nicht, wie die hießen. Diese kleinen Teile meinst du, ne? Ja, wir hatten mal drüber geredet, glaube ich. Ja. Ich weiß nicht, ob die klein sind, ich habe sie noch nicht gespielt. Erst mal kaufen, spielen können wir später noch. Ich hab's auch nicht gespielt, aber die sind auf jeden Fall nicht so ausgiebig. Vielleicht dauern sie lange, aber keine Ahnung. Ich hab die im Steam Sale gekauft. Waren sie jetzt nicht so teuer? Sind recht günstig, ja genau. Im Gegensatz zu, weiß nicht, Stellaris oder sowas. Ich meine, Spiele von Paradox Interactive sind immer toll, aber du musst halt irgendwie 2 Milliarden DLCs noch dazu kaufen und das ist... Es kostet ein Vermögen. Kauf doch mal alle DLCs von Sims 3 oder was war das? Sims 4, glaube ich eher. Sims 4? Nein, nein, es gibt ja diese Zugsimulationsspiel, wo du über 10.000 Euro, glaube ich, reinsenken kannst. Stimmt, bei Sims waren es irgendwie 2, ne? Ja, da waren es nur irgendwie 2.400 Dollar oder sowas. Hab ich dir das mit Star Wars Battlefront 2 geschickt? Nee, oder weiß gar nicht. Wo du für Ingame-Käufe ursprünglich mal Geld zahlen konntest und wenn du alles sofort freischalten wolltest, irgendwie über 2.000 Dollar ausgeben musstest? Gab es dann nicht mal so eine Online-Version von Need for Speed? Da musstest du irgendwie Benzin kaufen und das hat sich von alleine wieder aufgefüllt, aber du konntest auch Geld ausgeben, damit das schneller ging oder irgendwie so ähnlich war das. Ja, das gibt's ja öfter sowas. Ich warte noch also auf das. Mobile Games gibt's das ja auch. Ich warte ja irgendwie noch so auf mal ein richtiges Need for Speed, wo du Benzin für echt Geld kaufen musst oder sowas. Und kriegst nach Hause geschickt. Benzinkanister. Erinnert mich jetzt irgendwie an DLC-Quest. Also ich habe ja Need for Speed World gespielt, aber da war das nicht so. Ich weiß nicht. Das war ja auch mal. Ich muss mir irgendwann mal DLC-Quest kaufen. Das parodiert das Ganze so ein bisschen. Oh, du kannst jetzt das Move-DLC kaufen. Oh, jetzt das Move-Left-DLC. Das Jump-DLC. Ich habe ein. Was habe ich überhaupt? Dolch habe ich. Nee, ich habe. Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Scheint eine sehr mächtige Waffe. Ein Messer. Ich habe lange Fingernägel. Hm? Ist nicht das einzige bei mir, das lang ist. Mein Pferdeschwanz ist auch lang. Den sieht man jetzt nicht wegen dem Helm, aber ist schon enorm. Ach, du bist eine Frau. Ja und? Auch als Frau darf man Pferdeschwänze haben. Ja.
Der wird gerade von meinem Helm bedeckt. Ich kann meinen Helm immer ausziehen, dann siehst du mal den langen Schwanz. Ich bin so langsam, ich muss im nächsten Level Up definitiv meinen Skill steigern, damit ich schneller werde. Ach, danke, ich schlag mal wieder am Turm vorbei. Ich treffe mal wieder dieses unbewegliche Gegenstand-Ding. Gegenstand-Ding ist nicht mehr. Ich treffe den scheiß Turm nicht. Also, ich mach mal kurz. Mit meinen Fingernägeln mache ich die Tür jetzt kaputt. Wir müssen da auch noch hin. Wir sind ja ausgelassen. Kein Stress hier. Hier keine Sorge, wir töten schon alle, hoffe ich. Erstmal das Katapult, das immun gegen Gift ist, töten. Noch ein Katapult, das ich töten muss. Ich weiß noch nicht so genau wo. Und stattdessen ziehe ich jetzt noch mehr Gegner an. Sehr gut. Schlitzer. Das sind doch keine Schlitzer, das sind eher Holzfälle mit den Äxten. Ja, damit kann man ja noch schlechter schlitzen. Gibt es nicht eine Mod, mit der man Godic 3 ungepatcht miteinander spielen kann? Mod? Ja. Ich will Godic 3 Multiplayer spielen. Ungepatcht. Ja, die sind fix oder was? Was? Die Bugs sind fix. Ein Bugfixing, hallo. Ich will Godic 3 so genießen, wie es von den Entwicklern vorgesehen war. Du kannst Godic 3 doch online spielen. Ja, aber nicht im Online, meine ich. Also so im Multiplayer, weißt du? Ach so, im Multiplayer. Ja, stell dir einfach Godic 3 Multiplayer vor, ohne Patches. Ja. Ja, das geht nicht. Oh, ist so schade. Hätten sie mal lieber Multiplayer reingebracht, anstatt da vor dem Release noch Bugs zu fixen. Hat's eh nicht gebracht. Wo ist denn dieses scheiß Katapult? Okay, ist nicht so schlimm, wie ich dachte. Okay, vergiss es. Warum kann ich das Katapult nicht abfeuern? In Templar ging das. Ein anderes Spiel. Ist irgendwie cooler. Ach, ich bin vergiftet, so ein Dreck. Oh. Wurde besiegt vom Katapult. Ja, da stehen noch mehr rum. Ich arbeite dran, sie zu vernichten, aber. Mach mal ein Brutal. Ist gerade schwierig. Was sind jetzt überhaupt Stadtportal da? Hast ein Portal und. Irgendwo da oben schießen übrigens noch immer Katapult und die haben mich schon wieder vergiftet. Leckt mich doch. Ich muss mal hier weg. Oh, ich muss den Heiltank mitnehmen. Was sind denn diese scheiß Katapulte? Wir müssen doch hier irgendwo rumstehen. Ja, noch mehr Gegner. Na, großartig. Aber wieso schießen die Katapulte nicht mehr auf mich? Stören die Katapulte dich? Die vergiften halt und so. Ach so, ja, gut. Und dich haben sie getötet, ne? Also. Ja, aber die waren nicht hauptschuld. Ich muss sagen, das Gift ist halt schon so ziemlich nervig, so im Nahkampf und dann. Hätte noch ein paar andere Gegner. Mit am Start. Was ist denn das scheiß.
Ich finde diese Katapult-Dinger nicht, aber ich finde noch mehr Gegner. Na, großartig. Stehen die überhaupt auf dieser Map? Wahrscheinlich stehen die gar nicht da, die sind nur symbolisch. Also kommt einfach aus der... Nee, du kannst sie schon kaputt machen. Ich weiß, wovon ich spreche. Du warst bei dieser Hütte, glaube ich. Hä? Nicht die giftigen Katapulte, die ganz okay. Das geht schon. Ja, mal gucken, vielleicht finden wir sie ja. Ich muss erst mal den Peitscher peitschen. Ich muss erstmal nicht sterben, das wäre auch, glaube ich, ganz geil. Ich muss erstmal wieder was treffen, aber das Spiel will mich gerade nicht treffen lassen. Oh, der Finio ist wieder da. Deswegen läuft's so scheiße. Mein Diablo wird viel besser werden, da gibt's keine Katapulte, sondern Trebuchets und die sind einfach besser. So, jetzt muss ich erstmal kurz hier Zeug umlagern. Ich möchte nämlich diese Kriegsspieße, die sind gelb und die wertvoll und die möchte ich mitnehmen. So, halt, Moment, nicht so. So, und hast du gerade ins Mikrofon gerülpst? Unabsichtlich. Ist gelogen. Was ist denn eine böse Urne? Ich glaube, ich habe irgendwas gerade. Ich habe gerade irgendwelche Insekten da rausgelassen. Wow. Ganz ruhig, das ist ganz ruhig. Jetzt mal ganz locker hier. Verflucht, okay. Verfluchte Scheiße. Immer sterben, verflucht. Ich hab keine Heiltränke mehr. Drop mal welche. Hey, danke. Achso, welche? Ich bin überladen. Oh, ein großer Schild. Ja, das passt leider nicht mehr im Inventar. So ärgerlich. Jetzt hat Delfino auch was bekommen, das geht ja gar nicht. Meine Gier ist nicht befriedigt. PvP ist an, ja. Ah, zum Kristalldurchgang. Ich glaube, da müssen wir dann später rein. Aber vielleicht töten wir erstmal die Gegner hier. Wäre besser. Ah, ich glaube, das Spiel leckt immer noch. Der Gegenstand ist irgendwie einen halben Kilometer weiter rechts von mir gespawnt, nachdem ich den Gegner getötet habe. Nein, das musst du. Mhm. Der ist da hingeflogen. Ja. Yeah. Hat ihn noch weggeworfen, als er gestorben ist. Nein, wirf. Du kriegst den Gegenstand nicht. Was machst du da außer rumstehen? Kämpfe. Kannst du nicht schneller und effizienter kämpfen? Ich schlitz die Schlitze auf. Schlitze auf. Ja, oh, ein Regenerationstrank. Oh, noch einer. Ich kann nicht. Ich will keine leichte Armbrust. Wobei, leichte Brüste wären schon nicht so schlecht. Die Frage ist jetzt gerade, das Lava-Level in Forsaken, das wie viele Level ist das überhaupt? Das sechste? Gute Frage. Musst du nochmal durchziehen. Also wir haben erstmal diese... Das sechste oder das siebte? Wir haben... Dieses Schiff da. Wir haben das erste Level, was auch das erste Level im Spiel ist.
Wir haben den Tempel.